Heute fanden hier in der Nachbarjagd schon die ersten Erntejagden statt, auf Raps, im Weizen und in einigen Wochen dann ja auch mal im Mais. Das sind natürlich gefährliche Jagden, da schießt man auf weite Entfernung und auf laufendes Wild. Und damit die Gefährdung minimiert wird, sollten die Entfernungen nicht zu weit sein, sollte man erhöht stehen, damit der Winkel nicht zu spitz ist und die Geschosse dann möglicherweise noch irgendwo in der Nachbarschaft einschlagen, denn so ein Geschoss aus unseren modernen Gewehren, die fliegen eben mal 5 Kilometer weit, ohne dass man sie noch anhalten kann. Und wenn dann auf solchen Jagden gesagt wird, nicht geschossen sei auch vorbei, dann ist das unverantwortlich. Und wir Jägerinnen und Jäger müssen dafür sorgen, und zwar jeder Einzelne für sich und seinen eigenen Schuss, dass kein anderer gefährdet wird. Und wir müssen auch weitgerecht jagen, das heißt nur dann schießen, wenn wir auch wirklich sicher sind, dass wir treffen. Weidmannsheil.